Bone-Mill machen, genau. Und dann können wir nämlich hier so ein bisschen ernten, dass wir dann die euren Schweinchen mal vermehren können. So, alles sollte ich noch nicht verschwenden. Und dann können wir nämlich hier uns auch ein paar Kartoffeln machen. Falsche Kiste, da gehörst du nicht hin. Du schon, aber du gehörst hier rein. So, dann können wir nämlich hier schon mal brutzeln. Zack. Und euch vermehren, ihr lieben Liebenden. Komm mal her. Einmal Liebe, einmal Liebe, einmal Liebe. Und sonst gibt's Hiebe. So, vermehret euch. Oh. Gibt's dafür kein Achievement? Nee, ne? So, Magical Fo- oh, cool. Wir haben zwei Biome hier. Okay, genau an der Grenze. Hier bin ich noch in Plains. Hier bin ich im Magical Forest. Siehst du genau, hier oben drüber steht's. Da, da. Plains, Magical Forest. Okay, alles klar. Das passt. Das erklärt auch, warum die so blöde Hüte auf haben. Oder der eine zumindest. So, pass auf. Ganz einfache Hausnummer jetzt hier. Wieder das Wichtigste zur Seite packen. Und dann nehmen wir mal wieder Holz. Und Holz der Geier. Im letzten Livestream habe ich mich im Übrigen auch gewundert, warum meine Axt, die ich hatte, wohlgemerkt hatte, nicht funktionierte. Und zwar diese Werkzeugstation ist ja nur für die Grundausstattung gedacht. Und was ich brauchte, ist halt die Werkzeugesse. Und die Werkzeugesse, das ist hier dieses Ding, die kann ich noch nicht machen, weil ich brauche erstmal 4 Blöcke Eisen und muss eben versenkte Ziegel machen. Die versenkten Ziegel, die müssen wir uns herstellen. Müssen wir uns schmelzen. Woraus? Aus Mörtel. Wie machen wir Mörtel? Ah, lol. 4-mal Sand. Ton. Block Ton. Alter Schwede und Kies. Okay, also machen wir erstmal dann uns einen neuen Hammer. Und dann müssen wir erstmal farmen gehen. Okay. Dann ist das halt so. Dann ist das halt so. Warte mal, wir brauchen... Haben wir noch Stein? Stein, du Schwein. Haben wir das noch hier irgendwo? Zufälligerweise. Kies, Stein. Okay. Staub. Weil dann können wir uns nämlich einen neuen Hammer machen. Wir brauchen einmal Spitzhacke auf jeden Fall. Technischer Fortschritt. Jawohl. Oh, Feuerwerk. Feuerwerk. Oh, unterm Baum. Hallo. Brauchen wir noch irgendwas? Nö, erstmal nicht. So, das heißt, wir können jetzt hier erstmal Cobblestone machen. Und müssen dann natürlich noch die Bolle schon mal Kies bauen. Das heißt, wir machen jetzt erstmal Stack Cobblestone, den brauchen wir. Und machen dann Kies. So, was haben wir hier? Mal gucken hier. Sind wir ja gleich schnell durch mit. Gott sei Dank hier. Und dann wird es auch Zeit, dass wir hier elektrisch werden. Dass wir hier Cobblestone erstmal wie Sand am Meer machen, ohne dass wir uns hier anstrengen müssen. Und dieses langweilige Farmen. Also langsam wird es Zeit, finde ich, ne? Ara Gaming LP, thank you. Wann kommen die Minigames hier nach? So gegen 8, würde ich sagen. Ist halt mal so Plan. Können auch 5 nach 8 sein, können auch 10 nach 8 sein, mal sehen. Irgendwie so wird dann was passieren. Und dann können wir zusammen auf dem Gomme-Server eine Runde zocken. So, es ist ein bisschen langweilig, gebe ich gerne zu. Aber gehört nun mal dazu, wenn man so ein Projekt startet. So, dann sammeln wir mal ein hier, dass wir hier vorwärts kommen. Nicht mehr viel. Okay. Ich habe das Gefühl, die verbrennen alle immer so. Immer da klopfen. Okay, das ist zu weit weg. Die verbrennen!
So, einer noch. Dann können wir nämlich jetzt den Rest mit dem Hammer machen. Huch. Dass wir hier auch so ein bisschen vorwärts kommen, weil wir brauchen... Alter, das ist ja unnormal, was wir hier brauchen. Alter Verwalter. Und einen Eimer brauchen wir ja auch noch, ne? Dass wir ein bisschen Wasser transportieren können. Wegen dem Obsidian, was ich vorhin gemacht habe. Das ist ja da einmal kaputt gegangen. Ist jetzt die Frage, geht der Eimer jedes Mal kaputt? Ja, natürlich. Aber geht dann auch ein normaler Eiseneimer kaputt? Weiß das einer von euch? Wir klopfen fleißig auf Stein. Und freuen uns des Lebens, natürlich. Aber es geht rasend schnell, ne? Das finde ich voll gut. Wenn ich überlege, dass wir vorher Erde noch sieben mussten, um an den Stein zu kommen, brauchst du nur so ein paar Schläge und dann passt das schon, ne? Ein bisschen Schläge schadet nie. Manchmal. So, komm. Stell dich nicht so an. So, noch zwei. Komm, dann reicht das hier erstmal. Dann können wir nämlich das... Einmal nehme ich jetzt hier eine Runde klopfen. Wollen wir hier runter? Nein. Dann würde ich sagen, machen wir mal so 30 Sand. Ja, würde ich sagen, 30 Sand. Und 30 mal Staub oder so, ne? Würde ich sagen. Das war, dass wir tatsächlich 30, also wir brauchen ohne Witz. Einer noch. Ohne Witz, wir brauchen tatsächlich. Ne, Staub brauchen wir ja auch noch, ne? Wir brauchen tatsächlich 30 mal dann auch den Ton, das Lehm. Alter, steht das ist natürlich heftig, ey. Zumal die ganze Blöcke. Oh yes. Naja gut, okay. Jedem das seine, mir das meiste. Ja, passt schon. Passt schon, passt schon, passt schon. So, das heißt... Hieraus dann nochmal ganz natürlich Staub machen. Stauben ist cool. Haben wir hier auch gleich ein bisschen Staub. Zwei Stück noch. Verdammt. So, dann können wir nämlich schon fast Ton. 1, 2, 3. Machen wir uns nämlich da nochmal einen Eimer draus. Und mit diesem Eimer müssen wir jetzt leider Gottes so ein bisschen hin und her rennen. Und Wasser einfüllen in die Kanister, in die Indianer. Nein, muss das gebrannt werden. Krass. Sag das doch. Weil haben wir gleich Kartoffeln. Können wir gleich was essen. Das finde ich gut. Ach, die schon wieder. Die Klappspaten schon wieder. So. Ira Gaming has donated. Yeah. Yes, donate please. Come on. When you mean you must donate $1,000, do it. I never said no. I need a new PC. So. Das wäre der erste Streich. Ich weiß, es ist gerade so ein bisschen lahm und langweilig, aber ich muss auch sagen, ich muss auch gestehen, dass die Wasserquelle ein bisschen doof ist, ne? Das heißt, man könnte ja auch hier das Ganze abkürzen, indem man hier einfach die Erde rausnimmt.
Dann rennt man hier nur hin und her. Huch, bin ich hier gerade an meinem Brillenetui gestoßen und habe mich gerade so volle Kanone erschrocken. So. Das Schöne ist mit dieser unendlichen Wasserquelle, du brauchst keine Angst zu haben, dass du zu wenig Wasser hast. So. Dann haben wir hier schon fast das, was wir brauchen. 9. Warte mal, zweimal machen wir das noch. Und dann sind wir, glaube ich, auch so weit, dass wir mit Kies und Ton, was wir zur Verfügung haben, arbeiten können, ne? Bruchstein, das alles nur Bruchstein. Haben wir noch Kies irgendwo? Nee. Oh, mir juckt die Nase. Dann müssen wir uns noch ein bisschen Kies holen und dann können wir das, glaube ich, zusammenmischen zu Ton, zu was war das? Lehm, Mörtel, Stein? Keine Ahnung. Können wir das nämlich brennen? Lol. Okay. Weil es mal kaputt gegetet ist. Das Hämmerchen. Können wir es ja schon bei 2 machen, ne? Da sind wir mal gierig und machen uns da mal 2 hier draus. Auch nicht schlecht. Da werden wir, glaube ich, noch ein paar von gebrauchen, bis wir dann so eine automatische Steinmetzerei haben, da. So, komm her. Die Hälfte haben wir schon. Gib mir Stein. Dann können wir nämlich daraus eben für Tinkers Künstler, für die Smeltery, die Steine machen. Die angesenkten Ziegelsteine. Finde ich voll gut. Das ist die Fackel da oben. Ich hätte gerade gefragt, was das ist, aber das sind die Fackeln da hinten. Voll gut. Voll gut, gut. Gut, gut, gut. So, 26, 27, 28, 29. Und ja, ich war in der Schule, hab Zingen gelernt. 30. So, pass auf, wie war das gewesen? Wo sind wir denn hier? Da. Krass. 8 Mörtel kriegen wir draus. Oh, das ist doch schon ein bisschen was, ne? Pass auf, dann können wir das hier nämlich mal mitnehmen. Und dann haben wir hier oben das. Und dann haben wir hier den Sand. Und nehmen noch den Kies mit. Und dann haben wir ja so ein bisschen was, ne? Würde ich mal sagen. Das ist doch in Ordnung. Mörtel. Und den brennen wir jetzt, ganz banal, in Richtung Ziegelstein. Wir kriegen mal raus. 1 jeweils, ne? Ja, leider. Und 4 Stück ergeben dann einen versenkten Ziegel. Okay, dann müssen wir jetzt mal rechnen, wie viel brauchen wir? Unten 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 29, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. 27 Steine brauchen wir normal. Dann brauchen wir einen heißgeliebten Kesselglas brauchen wir davon noch. Okay, da brauchen wir nochmal einen von. Achso, ein Fenster brauchen wir nicht unbedingt, ne? Versenkt an. Und ein Tank. Okay. Alter. Na, läuft. Dann brauchen wir ein bisschen was davon. Dann können wir parallel dazu noch mal ein bisschen Stein kloppen. Ich war, glaube ich, ein bisschen groß, aber ich kann auch nicht mehr sitzen. Mir kribbelt nämlich der Hintern. Kennst du das, wenn du zu lange sitzt, dass dir der Arsch kribbelt? Schon manchmal etwas widerlich. So, wir haben ja eigentlich noch, pass auf, da machen wir hier nochmal 19 Kiessteine draus. Und hauen die auch noch mit in den Ofen rein. Und dann haben wir, glaube ich, auch erstmal nichts mehr. Und dann fangen wir damit erstmal an, was wir haben. Das heißt, wir könnten dann die Schweinchen da hinten nochmal vermehren gehen und müssen dann